Sehe ich richtig? Bin ich hier auf YouTube? YouTube! Yep. Und Schwarz-Weiß Holding Challenge! Nein, wie cool! Endlich! Mit Kringel im Team, aber nicht im Rahmen, denn das ist nur unser Kaskadensklave, genau wie Jans Äquivalent dazu, nämlich das Molordo Kaviar. Genau, also die beiden sind ja auch nicht miteinander verbunden, aber wir wollten jetzt einfach nur kurz was mit Kaskade aktivieren. Jan, was mir gerade auffällt, die Route können wir jetzt ein paar Sachen noch erkunden, weil die jetzt im Herbst zugemüllt ist. Oh, zugemüllt, sagt er. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt an ein paar Items noch dran. Deswegen gucke ich gerade, wo der Itemradar noch alles ausschlägt. Ja. Weil da ist auf jeden Fall mehr verfügbar jetzt als vorher. So, sieht auf jeden Fall ganz cool aus mit dem Herbst hier, also mit dem ganzen Laub. Ich glaube, da unten können wir immer noch nicht lang. Wo unten? Weil dafür muss Winter sein, Fragezeichen. Prinzipiell kannst du, glaube ich, überall dran, sobald Herbst ist. Sicher? Ich meine schon. Das ist ja komisch. Weil ich seh gerade keinen Weg, ehrlich gesagt, der nach unten führt. Oh nein, was soll ich gegen einen Makuhita auf Level 3 tun, Jan? Deinen Superschutz aktivieren. Da. Ich glaube, ganz ehrlich, selbst wenn ich die ganze Zeit machen würde, würde mich das Makuhita gar nicht besiegen können. So, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal rechts die Treppe runter und dann irgendwo dort entlang. Ja, Kaskaden. Wolltest du jetzt nicht noch Items sammeln? Die habe ich da oben schon gesammelt. Aber, Alter. Da unten war doch noch ein Item. Wie hast du das bekommen? Ich glaube, da kommst du mit Kaskade von unten dran. Das Versteckte. Ja, wenn du die Treppe weiter runter gehst, kommst du mit Kaskade wieder hoch. Oh Gott, ich habe Blendpuder gefunden. Grüße an Blendpudos. Also gut, wir gehen jetzt aber erstmal nach oben, sagst du? Rechts runter, die Treppe. So. Da ist der Weg. Ich muss nur gerade auch ein bisschen suchen. Oh, ich habe noch mehr Items gefunden. Ein Bandsticker. So viele Wege, Leute, so viele neue Wege. Aber das ist eigentlich alles gerade. Da ist ein Trainer. Gut. Da ist ein Trainer in dem Herbstlaub. Um es mal mit Jans Worten nochmal zu sagen. Was? Ein Arcani auf Level 34, never mind. Okay. Da kann ich, glaube ich, auch mit Kirapendra einfach drin bleiben. Ich bin auf einem doppelt so hohen Level. Ja. Ja. Aber ich bin oh Gott, das sieht so niedlich aus, wenn Ammonita so, ich trage dich hoch, Trainer, ich versuche mein Bestes. Wie stelle ich mir das dann auf Morlord vor? Du musst mir, das Ding ist doch sicher total glitschig. Ich muss mich dann mit aller Kraft irgendwie festhalten, um da nicht runterzufallen. So, endlich dieses Juwel immerhin mal finden hier. Ich habe einen Walschall gefunden schon wieder. Das wird schon mal langsam zu Meme. Okay, ich versuche mal den ganzen Trainer vorbeizulaufen, wenn die eh nur auf so einem niedrigen Level sind. Sind das so viele noch, oder was? Die siehst du nicht in dem Laub. Weil die rote Hüte haben. Im roten Laub. Rote Hüte im roten Laub. Die Halunken, sage ich euch. Ist hier noch irgendwas? Also Arcani eben. Jetzt hier kommt noch ein Bissbark. Wo genau bist du jetzt eigentlich? Rechts die Treppe runter und dann runter gesurft. Und ja, da gibt es ja mehrere Surfwege noch. Weil ich bin jetzt in irgendeiner Höhle. Ganz rechts entlang gesurft. Die Höhle ist das, wo wir hin müssen, um, glaube ich, die Legis zu aktivieren. Mache ich das mal kurz, weil ich bin jetzt schon hier. Ja, kannst du den Text auch lesen, der da wahrscheinlich kommt. Na nur, wenn das mal nicht mehr ist. Es wundert mich kaum, dass sich dieser Ort interessiert. Schließlich bist du der Besitzer eines Pokédex. Trotzdem, irgendwas hat dieser Ort hier an sich. Hier setzt sich kaum in Worte fassen. Wie, das war's? Ich glaube, du musst einmal bis ganz reinlaufen. Ich spürt meine mysteriöse Präsenz. Eishelfe. Das. Oh, war das ein Mew? War, echt? Ich hab nicht genau hingehört, aber das wäre richtig geil. Hätte übelst Bock. Moment, bevor du dann weiterredest. Dann lass mich kurz nochmal gucken, was dann theoretisch bei mir wäre, der Partner dazu dann. Ich bin auch gleich da. Das ist relevant. Also, ich könnte jetzt auch erst mit den anderen anhören, oder? Nee, damit wir direkt nebeneinander die Partner haben. Okay. Also, ich glaube, das war ein. Also, es klang nach Mewtwo, aber für Mewtwo war es zu kurz. Und was klingt wie Mewtwo? Mew. Oder Parasect. Muss legendär sein. Aber, genau. Oder Parasect, aber das wird es nicht sein. Warum gestikuliere ich die ganze Zeit so komisch? So, Sami, Moment. Was zum Teufel war das für Geräusch? Also, das konnte ich null zuordnen. Dann hoffen wir, dass es kein Psycho-Pokémon ist. Das ist ja leider vier legendäre Pokémon sind. Ja, okay. Safe!
Das ist Latias. Bei mir ist es Arctos. Das müsste ja gehen dann. Ja. Sehr cool ist du. Vesprit. Oh, geil. Ein, was auch immer für eins, aber es wird Deoxys sein. Wobei, es gibt nichts, was... Ja. Ich warte gerade. Also, es gibt halt nichts, was mehr Glaskanonen ist, wenn es das Angriffs-Deoxys ist oder so, aber... Ja, du könntest auf Verteidigungs-Deoxys wechseln. Ja, zum Beispiel. Würde ich auch direkt machen, wahrscheinlich. Okay, also ich habe jetzt nur Arctos rausgehört, das, was mit deinem Latias verbunden ist. Also ich habe Mew, Latias und Deoxys. Das hat was. Ja. So, schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Und Turbots. Tschüss. Alle fliegen sie davon. Sind die auch immer alle mit sich mit, also, sind die fixiert oder? Inwiefern? Also, wir können die nicht irgendwie beliebig verbinden. Nee, ich denke mal schon. Selfe mit Selfe, also in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. Aber ich meine, wir können jetzt nicht Selfe mit Turbots verbinden oder so. Nee. Schade. So. Eine Pirsifbeere draußen gefunden. Eine Piss, was? Eine was? Eine Pirsifbeere. So, ist wahrscheinlich, warum ist sie so siffig oder warum heißt die überhaupt so? Keine Ahnung. Das gilt es herauszufinden, Jan. Es kann auch einfach an dem Namen Pfirsich liegen, aber das wäre ja zu weit hergeholt. Ich habe mal wieder einen Expertengurt gefunden. Die nehme ich gerne. Ich habe eine Griffklaue gefunden. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Expertengurte oder so. Okay, dann brauchen wir jetzt Kaskade. Ich glaube, ein Item und versuch am besten nicht über... Wenn du über das Laub läufst, versuch am besten nicht irgendwelche Trainer reinzulaufen. Ich glaube, 3 Items waren es sogar. Ich kann die Hüte sehen, alles gut. Okay. Beziehungsweise ich sehe verdächtige Dinge. Na gut. Sobald du das dort fertig hast, komm nach Septerna. Moment. So. Hier liegt aber nichts mehr, Jan. Du hast gelügt. Och Mann. Du Lügerich, du. Aber der größte Lügerich von allen. Okay, nach Septerna, sagt der Jan. Genau. Können wir erst, dann kann ich auch erstmal Hytera wieder mit ins Team nehmen, weil ich glaube, erstmal brauchen wir jetzt keine Kaskade. Das ist wahr. Ich bin gespannt, was deine Pokémon sind. Ja, ich auch. Ich habe nur Arctos erkannt. Bei allen anderen dachte ich mir, this is das. Nein, ich wollte nicht in meinen PC. So. Dann wollen wir doch mal. Schade. Also, ist schon ein cooles Pokémon dabei, aber ich würde gerne mal. Weißt du, was ich gerade merke? Ich habe ja schon Lavados und jetzt hole ich mir noch Arctos. Ich erkenne ein Muster, mein Freund. So, ich packe einfach mal sicherheitshalber Hytera nach vorne. Das hält am meisten speziell aus und kann nicht so hart reinhauen. So. Einmal vors Museum. Wie? Einfach dahin gehen? Ja, zum Museum gehen. Dann. Irgendwas kommt dir hier komisch vor. Willst du die Gegend untersuchen? Ja. Das ist ja merkwürdig. Einfach so random. Hi, Mew, was geht? Elf. Keine Ahnung, was das ist. Achso, ich muss es anreden. Elf. Was ist das? Elf. Du bist kein Elf. Das ist ein Regi. Das ist Regi Gigas. Das ist Regi Gigas. Das ist aber irgendwie blöd. Und das ist schon ein ziemliches Zonk-Legi. Ja, das der stimmt. Kackfähigkeit. Hallo, Saumselig. Die Sache ist, kann ich während Saumselig Hytera drin lassen? Weiß ich nicht. Oh Mann, das ärgert mich jetzt. Warum muss Mew mit so einem Ranzkanten verbunden sein? Ranzkanten? Ja, das ist... Der Gigas an sich als Pokémon ist natürlich voll cool und so, aber Mew wird einfach... Ich werde es einfach nicht benutzen können, so. Außer du findest irgendwelche geilen Strategien. Doppelkampf und dann Fähigkeiten nehmen und so. Weil das bringt auch nichts, weil es aktiviert sich direkt in der ersten Runde. Ja, wenn du die Fähigkeit wegmachst, dann... Wobei, was passiert? Ach, keine Ahnung. Naja, schwächen wir es erstmal ein bisschen. Ich habe ja noch ein paar Runden Zeit, bevor der Dingens da... Fällt der deutsche Name nicht mehr ein. Fällt auch der englische Name nicht mehr ein. Heilball drin bleiben. Was denn? Regigigas oder was? Die Fähigkeit. Saumselig? Saumselig oder nicht? Nee, oder egal. Jan beherrscht alle möglichen Attacken. Daher sieht man in ihm den Vorfahren aller Pokémon. Boah, Respekt, Jan. Jo. Also Regigigas wollte jetzt erstmal noch nicht drin bleiben. Du darfst dir einen Namen ausdenken.
Pudding hatten wir ja schon zweimal. Dann nehmen wir jetzt einfach Flan. Ja. Flan. Wie isst man das? Das ist sowas wie Pudding einfach. F-L-A-N. Achso, ja. Bleib drin, Regigigas. Nein, warum tust du mir das an? Solange ihr stehen bleiben, bis du fertig bist. Okay. Da muss jetzt das Regigigas beschwören, dass es einfach... Regigigas kriegt doch noch die Kurve. Jetzt möchte ich das recht drin haben. Von daher bleib bitte drin. Du darfst es jetzt beschwören, dass es in diesem nächsten Ball drin bleibt. Ich mache jetzt schon so einen Beschwörertanz. Ich hoffe, das hilft. Ja, hat es. Cool. Okay, Regigigas. Jan, du darfst mir den Weg weisen zum nächsten Trio-Pokémon. Man sagt, Chris habe Pokémon aus einem Eisberg, Felsen und Magma nach seinem Abbild geschaffen. Ich brauche erstmal einen Namen. Ist Regisier denn aus Magma? Oder Rock? Oder ist Regirock aus Magma? Ich habe keine Ahnung. Stil, denke ich eher. Name. Ich meine, Berg, Eisen kann ja auch sein. Okay, ein Name für Regigigas. Boah, was ist denn irgendwie sowas, was erst mit am besten ist etwas, was einen richtig übel Nachgeschmack hat? Irgendwas Bitteres dann. Irgendwas Bitteres, keine Ahnung. Nenn es einfach. Bitter Lemon. Pepperoni. Okay. Es war nicht bitter, sondern scharf, aber es hat einen Nachgeschmack. Tja, und den bereust du dann, sobald du es gegessen hast. Ja, hier ist es zwar umgekehrt, du bereust es, wenn du das Pokémon einsetzt. Ja. Aber gut. Jan, wohin? Nach Panairos City. Okay. Das nächste ist nämlich auf dem Turm des Himmels obendrauf. Boah, das ist aber schon ein langer Weg so. Ja. Aber zumindest müssen wir uns nicht heilen, weil oben auf dem Turm des Himmels ist ja noch die eine Krankenschwester. Wobei, du hast wahrscheinlich eh keinen Schaden genommen. Nö. Das konnte Psychokinese und ich hatte halt Trick. Oh nein, Jan. Ich lauf durchs Gras, ich hab Schutz. Gut, ich wollte gerade sagen, ich nehme mich auch. Also. Nur vorsichtshalber, falls du es vergessen hättest oder so. Aber ja, du weißt genau, was ich meine. Ich habe sie schon vergessen, aber ich dachte mir, der Weg durchs Gras ist schneller, also bin ich einfach da weitergelaufen. Ich hätte sich irgendwo ein Item resettet. Hinter dem Turm. Oder ich habe das nie gesammelt. Das kann auch sein. Ewiges Eis! Eis. Wie genau funktionieren diese Damage-Items eigentlich nach Logik? Ja, ich weiß, danach sollte man nicht gehen, aber einfach, wenn wir jetzt mal versuchen, danach zu gehen. Holzkohle kann ich verstehen, weil Kanoman wirft die Kohle auf den Gegner und dann brennt er halt noch stärker oder so. Mhm. Aber wieso hilft dir ewiges Eis? Was genau ist ewiges Eis? Einfach Eis, was niemals schmilzt, höchst wahrscheinlich. Ne? Wie hilft dir das, dass deine Eisattacken stärker werden? Strahlt das? Indem du es festhältst, kühlt es einfach besser. Mhm. Strahlt einfach eine Macht aus. Oder man wirft die Items immer auf den Gegner. Siehe so. Holzkohle. Irgendwas kommt dir hier komisch vor. Wer ist denn hier? Achso, hier ist Arctos. Spree! Was ist denn, wenn man gegen untersuchen Nein drückt? Hi, Latias, was geht? Da gehst du einfach wieder vielleicht. So, ich glaube, gegen Arctos kann ich mein Spiegelei ganz gut drin lassen. Spree! Latias ist irgendwie schwierig. Ich glaube, ich mache das mit Kastellit noch am ehesten. Spree! Die Sache ist, Latias ist bei dir ziemlich gut, weil du einen Seelentau hast, ne? Oh, stimmt, ja. So, ich schmeiß mal den einen Flottball, den ich habe, mal auf das Arctos. Vielleicht funktioniert das ja. Ich bin ganz froh, dass wir tatsächlich, weil ich meine, ich nehme jedes legendäre Pokémon gern. Ich freue mich über jedes legendäre Pokémon, aber ich freue mich ein bisschen mehr, wenn es keine OP-Legis sind. Also halt, das sind ja alles immer noch Pokémon mit einem für legendäre Pokémon, ich sag ganz viele Anführungsstriche, niedrigen Basiswert. Also das ist natürlich trotzdem super hoch, aber halt nicht Metagross hoch. Außer jetzt. Mir hat auch 600, genau wie Metagross. Dann wiederum, Regigigas hat ja mit seiner Fähigkeit auch einen dicken Nachteil, ne? Regigas natürlich, aber Regigas halt zackt halt einfach. Das Ding ist ja nicht umsonst PU, glaube ich. Echt? So tief? Ja. Jedenfalls war es das in der 6. Gen. Danke für den Charme, das macht einfach gar keinen Damage. Charme? Das ist Latias, ja. Latias kann Charme? Und mir hat ziemlich viel Charme für die Chinesen machen, vor allem Dame. Das Arctos hat mein Spiegelei eingefroren. Ich dachte schon, wenn du so Sätze schon so anfängst, das Arctos hat mein Spiegelei eingefroren. Als ob Arctos irgendwas könnte, um ein Hytera zu töten. Wer weiß. Außer Eis ist Kälte vielleicht, aber ich habe ein höheres Level. Arctos wurde gefangen. Ich habe gerade ein bisschen Angst,
dass das Latias eventuell Psychokinese kann. Drachenpuls. Das wäre ein bisschen schmerzhaft. Sonst würde ich halt einfach Trikefalo reinschicken, das tankt eh alles. Ein legendäres Vogel-Pokémon. Chris kann Blizzards verursachen, indem es Feuchtigkeit gefriert. Ja. Hä? Ein Motto. Stimmt, aber Feuchtigkeit gefriere. Okay. So, Name für Arktos. Name für Arktos. Sollen wir mal super kreativ sein? Willst du einfach Eis nennen? Ja, tatsächlich. Gut. Weißt du, so frustriert kriegst du einen schönen Namen wie Strazia. Dann einfach Eis. Okay. Eis. Jans Körper ist mit Daunen bedeckt, die das Licht so brechen, dass er unsichtbar wird. Nice. Okay, Eis Frage, und... Die Frage ist, was du essen kannst, ist quasi so schnell weg, dass du es schon nicht mehr siehst. Alles, was lecker ist. Eis zum Beispiel. Dann nenn deins einfach Sorbet. Das müsste ich buchstabiert haben. S-O-R-B-E-T. Sorbet, genau. S-O-R-B-E-T. Sorbet. Und als nächstes fliegst du danach zur Siegesstraße. Ja, nicht in dem Ton, okay? Bitte. Danke. Okay. Was war das bei mir nochmal? Deoxys. Na, Deoxys. Deoxys? Weiß nicht, bei mir klang es. Weiß nicht, vielleicht nach einem Stahl-Pokémon? Ist es vielleicht ein Heatran? War das so ein. Kann sein. Warte mal, bevor du das Pokémon jetzt ansprichst, versuch mal den Ruf nachzumachen. Damit ich dir sagen kann. Damit ich stimmt, ich höre es ja einmal. Genau, warte kurz, ich muss mich erstmal heilen. Wo muss ich überhaupt rein dann? Quasi wieder zurück zur. Ich glaube, du bist zur Siegestraße, nicht zur Top 4 geflogen, ne? Zur Siegestraße, ja. Ja, und dann einfach dann der Ordenskontrolle wieder zurück. Und da die Treppe runter. Ich hoffe, du hast auch Zerschneider dabei. Ja, ich muss nur kurz gucken, was ich denn gegen. Das Gute ist ja, glaube ich, dass es immer das normale Deoxys ist. So, ich höre mir mal kurz den Ruf an, ne? Warte, noch nicht. Okay, dann bleibe ich einfach bei ja. Moment, wo ist die Ordenkontrolle? Ah, da. So, ich hoffe, es ist das normale Deoxys, weil wenn es ein Angriffs-Deoxys ist, werde ich einfach nicht angreifen können, ohne dass es stirbt. Das stimmt. Jetzt? Rechts? Links an dem Ranger vorbei zum Zerschneiderbusch. Ja. Und dann von da aus immer nach links weiter, bis du unten zu so einer kleinen Stelle kommst, wo so eine ganz kleine Treppe hochgeht und wo ein Felsen steht. Gibt's irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass es da ist? Ich glaube nicht. Das will ich Zufall ausfinden. Okay, ja, du darfst den Ton machen. Nochmal bitte. Das klingt, du kannst es ja nochmal ansprechen, bevor der Kampf losgeht, ne? Ja, dann habe ich ja schon mein Pokémon vorne, ne? Dann kann ich es nicht mal neu anwählen. Irgendwie muss ich gerade an Drifzepli denken, so wie das klang, aber das ist ja nicht legendär. Gucken wir einfach mal. Quiek. Das ist ein. Ah, das ist ein Voltolos. Ah. Okay, der macht. Oh. Ich bin total beeindruckt, dass wir bisher alle unsere unsere legenden Encounter bekommen dürfen. So, ein Voltolos. Und du hast wirklich Deoxys? Ja. Also, es hat gerade das Bild der normalen Form, aber ich glaube, es ist immer die normale Form. So, wie schwäche ich denn dich am besten? Also, ich glaube, mit Teriyaki habe ich auf jeden Fall keine schlechte Wahl vorne. Denn wahrscheinlich kann er eh nur Elektro-Attacken oder so. Stimmt ja, ich habe den Gegenstand drauf. Ich habe gerade mit Flammenwurf zurückschrecken. Ih, hör auf mit dem Renngeschmied. Ich habe gerade mit Flammenwurf zurückschrecken lassen. Ist das wirklich ein normales Deoxys? Das war. Na gut, das normale Deoxys hat auch nicht so gute Verteidigung, also never mind. Donnerblitz okay. Hat das fast gekillt. Yo, ne? Hier mit dem Arm rumwiggelt. Wiggle, wiggle. Interessanter Move, Zen-Kopfstoß, Psychokinese, bitte hat keine Kampfattacke. Und Voltolos wurde gefangen. Wenn du eine Kampfattacke hast, Deoxys, werde ich dich leider umbringen. Bitte nicht. So, Chris ist bei den Leuten verhasst, weil es auf seinen Rundflügen immer wieder Blitzer erzeugt, die Waldbrände verursachen. Kann ich doch nichts für. Ja doch.
Ich bedenke, wir hatten jetzt Boreos bei dir, oder? Oder hast du auch einen Voltolos? Ich hatte auch mal einen. Doch, ich hatte einen Voltolos. Okay, dann waren wir jetzt beide Voltolos. Also eigentlich wäre es ja ein Tubes, aber ich werde ja wohl keinen Voltolos zurücklassen. Ja, ich wollte gerade sagen, bei Legendären ist das so eine Sache. So, Dioxys wurde gefangen. Ein außerirdischer Virus kam mit einem Meteor auf die Erde. Seine DNA mutierte. So entstand Jan. Ja, das klingt einfach nach mir. Nur ein Name gerne macht das Ganze einfach ultra lustig. Warte, ich will es nochmal vorlesen, einfach weil es so gut ist. Bisschen Stimmung, Jan? Bist du bereit? Ja. Ein außerirdischer Virus kam mit einem Meteor auf die Erde. Seine DNA mutierte. So entstand Jan. Weiß Svenja das? Ich glaube schon. Ich habe es ihr mal erzählt. So, Name für Voltolos und Name für Dioxys. Was ist denn was zu essen, was sehr veränderbar ist? Schon wieder Schimmelkäse. Oh, das hatten wir schon. Ofenkäse. Nein, Zucker. Zucker? Kannst ja quasi Puderzucker oder Zuckerguss oder Karamell draus machen. Deswegen ist dein Dioxys jetzt einfach nur Zucker. Finde ich gut. Also wie gesagt, wir werden langsam echt ein bisschen abwegig mit unseren Lebensmittelnamen, aber ja, schon. Voltolos? Voltolos. Ja, was kann man denn noch nicht nur als Gewürz? Was würdest du? Hatten wir schon Pfeffer? Ja, oder? Ich glaube nicht. Ich nenne es Pfeffer. Das ist Pfeffer. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch unsere Pokémon nochmal eben an. Wir können ja währenddessen schon mal wieder zurück nach Orion fliegen, weil da können wir beim nächsten Mal wieder weitergehen. Jawohl, ja. Aber hey, wir haben jetzt zumindest auf jeden Fall ein paar Legis wieder gefangen. Das ein oder andere kann man vielleicht sogar verwenden irgendwann in das Zukunft. Die absoluten Broken OP-Legis, die alles carryen und dann, oh, ganz schade, genau. Alle gestorben. Scheiße halt, ne? Ja, schon schade. Was mir gerade einfällt, jetzt wegen bezüglich von Regigas, der kann auch nichts lernen, um so ein bisschen es zu verzögern, wie Schutzschild oder so, ne? War das irgendwie so? Glaube ich, lernen. Und Erholung und so macht man das meistens. So hat man es immer im PU meistens gespielt. Okay. Also dann wenn man es gespielt hat. Schauen wir doch mal. Wir haben ja noch gar nicht die neuen Pokémon, die wir davor auch noch gefangen haben, gesehen. Wow. Erstmal. Warte, ganz kurz, Jan. Ja. Ich hätte alle Pokémon Trikefalo fangen können, weil die Attacken, die die vier konnten, waren Psychokinese, Zen-Kopfstoß, Psychokinese, Psychokinese und Antikraft. Yo. Gut. So, wir haben hier, ich hab immerhin, sehe ich gerade, wobei, Wertelink wäre irgendwie cooler. Ja, Technika, Picochilla, nichts Besonderes. Ja, ich hab, ja, gut, Salmiak mit Spezialangriffs-Minuswesen. Okay, gehen wir weiter. Init-Pluswesen auf meinem Ammonitas mit Wassertempo, ja. Gewaya hat auch Wassertempo, Init-Plus, von mir aus. Das kann doch auch irgendwas anderes haben. Hier dieses Regigigas hat ein Init-Minus und Spezialangriffs-Pluswesen. Wenn Mew du meinst. Hat ein neutrales Wesen, mit einer Prunusbeere sogar. Und ich werde weinen, weil Mew einfach super geil ist. Ich liebe Mew. Ich sag mal, man kann Regigigas ja immer noch verwenden, weil ja nur Angriff und Init gesenkt sind. Das heißt, er ist ein bisschen langsam und haut nicht so super rein, aber defensiv ist es echt gut, sehe ich gerade, KP-mäßig. Das stimmt. Also wenn du so stallen kannst wie mit Registeel, wird es danach OP. Wenn das Ding auch Fluch kann, dann, ne? So, dann war Latias auch mit einem neutralen Wesen, wie es auch kauzig. Was ist da los? Arctos hat leider Spezialangriff Minuswesen und Verteidigung. Wobei, die defensiven Werte sind echt gut von Latias? Nein, von Arctos. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich sehe gerade, mein Deoxys ist sogar froh. Man kann es ja sowohl physisch als auch speziell spielen. Aber wenn wir Deoxys ins Team nehmen, das Deoxys Voltolos, du, sage ich euch, Leute, ich werde es auf jeden Fall entweder in der Speedform spielen oder in der Defensivform, weil alles andere ist mir einfach zu fragil. Guckt euch das mal an. Ist die Speedform nicht auch fragil? Nee, geht so. 80 Verteidigung, glaube ich. Base, beides. Ja gut, Voltolos hat zwar neutrales Wesen, aber haut von den Werten auch gut rein und hat einen Strolch. Also, wenn ich da irgendwas finde, um ihn damit gut zu spielen. Okay, damit haben wir uns die auch alle angesehen. Keine Ahnung, ob ich mich schon geheilt habe. Ich heile mich jetzt einfach nochmal. So. Dann machen wir beim nächsten Mal hier in Orion City weiter. Wir hören mal wieder hier auf, hey. Immer wieder Orion. Einfach Tränen rum. Ich bin ja, wie gesagt, super froh, dass wir bisher keine Type-Clause-Verletzung bei den Legis haben, weil das dürfen wir halt leider nicht fangen. Das wäre ziemlich sad. Ja, vor allem gerade Psycho-Pokémon. Ja, es gibt halt super viele. So viele. Allein du hast jetzt schon zwei
doch, zwei, drei Psycho-Pokémon eigentlich sogar. Du hast eigentlich nur Psychos gefangen. Alles Psychos. Ich weiß nicht, ist Latia erst Drache oder erst Psycho? Drache, ne? Ich glaube Drache. Oh. Aber trotzdem, eigentlich hast du gerade nur Psychos gefangen und ich gar nicht. Also es hat gut gepasst. Mal gucken, ob das so weitergeht. Ich hoffe es. Ja. Bis dahin. Ciao. Tschüss.